Oh Mann. Klasse! Ich danke euch für eure tolle Arbeit in diesem Projekt. Sick. Haben wir richtig gut gemacht. Ein bisschen geht noch. So, ist draußen irgendwer, der cool ist? Hier ist niemand. Ihr seid alle eher nicht so cool. Nee, nee. Nee. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, wie viele Häuser ich schon gebaut habe? Das würde nämlich helfen beim Ausmisten der Special-Charaktere und so. Öffne die App. Okay. Dann zählen wir mal, oder? Ne, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Okay, 5 Stück fehlen noch, dann können wir die geilen Dudes machen. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Amiibo-Karten. Perfekt. Außer das Haus von der einen Katze zählt immer noch mit rein. Oder keine Ahnung. So, an die Arbeit. Let's go! Hey, Baser. Vielen Dank für die Mühe, Bimbam. Also, mein Ferienhaus sollte in etwa so aussehen. Ich hab mit was ganz anderem gerechnet bei ihr. Aber okay. Piano-Konzept. Nehmen wir das hier. Let's go. Bam, ba, ba, bam, ba, dam. Mein zukünftiges Ferienhaus. Ich kann kaum erwarten, bis es fertig ist. Ich auch nicht. Netty, danke für den Sub. Okay, let's go. Das kann nur großartig werden. Es kommt ganz an die Klippe, damit es irgendwann runterfällt. Ich brauche Bäume. Und zwar ganz viele. Shit, vielleicht brauche ich doch mehr. Also, keine Ahnung, ob ich viele Bäume brauche. Hä? Wie hinaus? So. Okay, dann ist der Eingang auf jeden Fall schon mal gut zu erreichen. Dann lass uns doch direkt nochmal einen schönen Zaun ziehen. Was haben wir denn da so zur Auswahl? Ja, mal sowas. Hä, warum kann ich das hier nicht lang machen? Was ist euer Deal einfach? Dann halt nur so.
Aha, na bitte. Okay. Dann noch ein paar von den hier. Dann noch ein paar von einem Stein. Ich habe euch noch nie einen Stein verwendet. Lass mal irgendwie einen Stein hier hinstellen. Warte. Die Steuerung. Ah, bin ich bescheuert? So, geht doch. Alles, was ich wollte. Come on, warum kann ich den da nicht hin? Ach, weil da ein Baum im Weg ist, ne? Ätzend. Okay. Dann ein bisschen von dem ganzen Wusel hier. Ein bisschen random verteilen. Cool, dann hätten wir das soweit. Haben wir so ein bisschen Grill? Ich hätte Bock, hier so einen kleinen Grill einfach hinzustellen. Ethisch. Wir haben keinen Grill. Ah! Oder ist das hier? Nope. Ich könnte halt ein Festtagsessen dahin stellen. Ansonsten.
Dann kommt das weg. Und das nach da. Dann fehlt noch irgendwie ein Weg zum Haus und dann haben wir es, glaube ich. Ich glaube, ich fast gar nicht mehr so viel machen. Dann nach hier. Da. Nach da unten. Ah, come on, der passt perfekt hier hin. Das kannst du mir nicht antun. So, okay. Okay, dann haben wir noch hier so ein Dulidu. Warte mal, warte mal. Wenn das jetzt was wird, feiere ich, aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird ganz furchtbar. So, noch einen anderen unten Boden. Tatsächlich nein, verdammt. So. Muss das ja eh mal üben. Darüber. Was? Dann. Boah, Gott. Mir einfach gleich in die Hand. Hey, come on, dude. Die ganze Zeit drücke ich auf Plus und mache das Ding weg. Und es fuckt mich mega ab. Okay, okay, okay. Ah, come on, das passt da perfekt hin, so. Das kannst du mir nicht sagen. Dann haben wir doch glücklicherweise den Dude hier. Den man kaum sieht, aber er ist da auf jeden Fall. Im Herzen ist er dabei. So.
glaube, das ist okay. Ich glaube, damit können wir leben. Was können wir aus dem Haus noch machen? Das ist doch ganz süß. Das ist doch ganz cute. Gehen wir mal rein. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich aus dieser kleinen Insel groß was rausholen kann. Aber es hat geklappt. Schön. Let's go. Ich meine, das Schöne hieran ist... ist, dass ich so halt einfach immer richtig, richtig üben kann, wie es aussehen soll, wenn ich später die Insel designe. So. Dann so ein Pianoraum ist ja eigentlich... Was gibt sie uns denn für Items? Bevor wir anfangen, hier irgendwelche Sachen hinzustellen, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal gucken, was geht denn so? Oh shit, das Ding, das ist mega cool. Warum habe ich das draußen nicht hingestellt? Warte mal. Das muss auf jeden Fall mit nach draußen. Das muss nach draußen. Bro, holy shit. Insane cooles Teil. Warte. Wo kann ich dich hinpflanzen? Ja, kommst halt weg. Was soll's. Niemand mag dich. Hier. Bro, das ist voll cool. Und ich kann es nirgendwo hinstellen. Warte, ich muss mich mal den Zwerg irgendwo anders hinpacken. Ah! Oder? Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Komm gerade mal weg. Komm auch mal weg. Lass mich das doch drehen. Was ist dein scheiß Problem, Alter? Geht doch. So, alles, was ich wollte, war das so stehen zu haben. Jetzt habe ich extra meinen Zwerg deswegen gekillt. Not worth it einfach. So, okay. Keine Blumen für irgendwen. Das macht mich jetzt auch richtig traurig. Boah, ich fand die nämlich eigentlich relativ wichtig da unten. Gott, passt da echt nichts mehr hin? Super weird. Aber was soll's. Okay, soweit so cute. Perfekt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das hübsch? Oh mein Gott. That's fucking pretty einfach. Yo, guckt euch das an. Guckt euch das mal an, Mann. Damn. Kann ich das einen rüberschieben? Nein, schade. Okay. Kann ich das einen rüberziehen? Nein, schade, oder? Hä, warum geht das nicht? Ja, dann halt nicht. Oh mein fucking God. Holy shit. Damn. Yo, what's going on einfach? Hier muss noch irgendwas hin. Das muss noch weg. Dann sind wir fertig. Sowohl das da als auch das da. Und dann brauche ich meine huge Bushes wieder. Damit wir da irgendwie einen hinstellen können.
Idealerweise würde halt hier hinter noch was gehen, aber da müsste ich das Haus einen nach vorne ziehen und ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Sick. Sickity sick, sick, sickity sick. Okay, machen wir mal ein bisschen Action hier drin jetzt. Ich stehe einfach auf dunkle Böden. Ich kann nicht anders. Es ist einfach übelst hübsch so. Ba-bam. Ba-ba-ba-ba-bam. Ba-dam. Ach ja, nee, ich wollte ja gucken, was sie uns eigentlich hier noch mitgebracht hat. Okay, das ist richtig aggro, Alter. Ich stehe auf nichts, was sie uns hier gibt. I am very sorry, einfach. Das, ja. 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 Ja, finde ich gut. Prinzipiell würde ich sagen, wir sind fertig. Einfach war so ein kleiner, minimalistischer Raum einfach nur. Obwohl, sie wollte ja so ein Dings haben. So ein richtiges Konzert-Shit-Zeug. So, und dann würde ich einfach lustigerweise hier so ein paar Plätze hinpacken, damit Leute ihr zuhören können. Und dann wäre das eigentlich auch gewesen. Also ich würde da gar nicht mehr großartig viel weitermachen. Tatsächlich, weil, keine Ahnung, was soll ich da noch groß machen? Cool. Das ist halt, das willst du halt, wie gesagt, groß machen noch so. Das ist einfach eine Konzerthalle. It's just a concert hall. Okay, der ist ein bisschen scary, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, der gibt mir so ein bisschen Satanistenbude, wenn ich ehrlich sein soll. Da haben wir doch Schöneres. Hier, sowas. Das passt da doch viel mehr rein. Oder auch nicht. Okay. Vielleicht hinten noch wie so ein kleines Buffet oder sowas? Gibt's sowas? Ist man ein Buffet, wenn man. Irgendwie, keine Ahnung. Kauft man sich nicht Popcorn oder sowas, wenn man auf eine Konzertvorstellung geht? Ich keine Ahnung so. Ich war noch nie auf einer. Als ob ich zu kultivierten Sachen gehe. Hier, sowas brauchen wir. So T-Sets und so ein Shit. Aber dafür brauche ich Tische und so ein Shit. Und da wird's schwierig. Ich hasse diesen antiken Schreibtisch, Alter. Hate it.
So. Einfach so einen toten Fisch damit reinpacken. Das kommt bestimmt richtig gut. Oh Mann. Ja, süß. Mehr würde ich gar nicht machen, tatsächlich. Das passt eigentlich schon ziemlich wundervoll alles ineinander. Ach, das ist sogar, das wird sogar vorgeschlagen hier. Voll gut. Ach nee, das ist das Protokoll. Ups. Hab ich noch irgendwas für die Wand? Hier, so eine Geschichte. Also eigentlich halt für die Wand, wie gesagt. Nee, das passt nicht. Ich hab noch weitere Bilder. It's just Fiona. Danke für den Sub. So. Ja, ich glaube, das ist okay. Halt jetzt nichts Bombastisches, aber das ist das, was sie wollte, glaube ich. Es ist fertig. Wunderschön, ich danke dir von Herzen. Ah. Ich bin dir so dankbar für all die Zeit und Mühe, die du investiert hast. Du hast mich so glücklich damit gemacht. Bim bam. Und ich habe was im Auge. Ich schwöre, ich habe was im Auge und weine nicht, weil es so schön ist. French Fries im Auge? Ey, wenn ich French Fries im Auge hätte, wäre ich so fett einfach. Ich bin richtig verliebt in mein Ferienhaus. Es ist großartig. Falls du magst, kannst du gerne noch ein Weilchen hier ausruhen. Naja, ich muss zurück. Ain't nobody got time for that. Fling, fling.